Das ist ja ein geiles Aggregat. Oh, der ist ja frisch. Guck mal hier. Der Kessel. Der sieht nicht alt aus. Das ist noch Steilklappe. Eine wunderschöne Treppe. Mal schauen, wie das hier aussieht. Oh, da ist ein Bett. Ja, hier hat wahrscheinlich jemand gepennt. Wohnung. Wow, das ist ja ein geiles Aggregat. Das sieht nach Holzofen aus. Da wurde angeheizt drinnen. Und hier hat man sich dann die Pizza warm gemacht und oben den Borscht gekocht. Geil. Genau so haben die sich damals gut gehen lassen, ne, Sanjok? Schön in der Sonne. Ja. Ja, das glaube ich auch. So, ich will noch mal in den Nebenraum reingehen. Vielleicht ist hier auch was Interessantes drin. Ein Tisch. Hier haben die gegessen. Badewanne. Toilette, Küche, wieder mit diesem schicken Ofen, aber da frage ich mich jetzt gerade genau, da ist der Schornstein, da ging es nachher raus mit dem ganzen Rauch. Und hier kommen noch die ganzen Wasserrohre, wahrscheinlich wurden sie sogar von diesem Ofen auch erhitzt. Könnte angehen. Ein schönes Wohnzimmer, Licht durchflutet. Hier ist ein Schlafzimmer. Perfekt. Jetzt weiß ich nicht, ob wir uns damit was Gutes tun. Wir haben etwas weiter abgelegen an einer Straße ein Gebäude gefunden, aber dieses Gebäude scheint nicht ganz alt zu sein. Wir riskieren da mal einen Blick rein, weil links ist noch irgendwie so ein mit Erde zugeschüttetes Ding. Das ist offen. Technischer Betriebsraum. Der ist gar nicht mal so alt. Guck mal, frisch verputzt. Zutritt verboten. Oh, der ist ja frisch. Guck mal hier. Der Kessel. Der sieht nicht alt aus. Hier ist nichts, genau. Willst du vor? Ja. Ja, vielleicht wollten die hier aufbauen. Das wird ja wahrscheinlich irgendwie so ein Kessel für eine Heizungsanlage sein. Da sind die Rohre noch nicht mal angeschlossen unten. Und hier sollte wahrscheinlich nachher die Maschine stehen. Tschüss, Sanjok.
da wurde wahrscheinlich das Wasser hochgepumpt. An die verschiedenen Gebäude. Okay. Wasserversorgung. Ist da Wasser unten drin? Nein, alles gut. Oh. Cool. Da sieht auch irgendwie noch so ein Betriebsraum aus. Überall irgendwelche Rohre. Noch gar nicht mal so alt. Okay. Sehr interessant. Tja, Leute. Ein Wasserspeicher oder was ist das? Das ist noch Steilklappe. Cool, da kann man runter. Sieht aber nicht so aus. Warte mal. Ich will da mal reinleuchten, wie tief das ist. Okay. Wahrscheinlich Kanalisation oder so. Oder Regenwasserspeicher oder so. Ja, hier genauso. Hier wurde das Wasser gespeichert, oder? Wahrscheinlich, genau. Na gut, ich glaube, wir müssen da nicht runter, oder? Da ist ja nichts. Da ist nichts. Mach mal wieder zu, Sanjok. Nicht, dass da jemand reinfällt. Schön lautlos. Hier noch ein Versorgungshäuschen. Waldlager 8. Und hier war wahrscheinlich der Schlüssel drin. Dann konnte man den hier rausnehmen und da wahrscheinlich aufmachen. Das war mir im Schloss vor. Komisch. Guck mal, da hinten sind sogar Spinde drin. Trafostation, alles Elektrik. Naja, wir brechen hier nichts auf. So, und hier noch ein Häuschen. Ein sehr kompaktes. Mit einem Tunnel. Da sind die wahrscheinlich abgehauen. So, jetzt muss ich hier erstmal irgendwie hoch. Licht an. Das ist besser, ne? Großes Haus hier. Eine wunderschöne Treppe. Verziert.
Also das sieht nach noch etwas noblerem aus. Eine riesige Toilette. River Cooler, die gab es doch, glaube ich, bei Aldi mal. Gibt es hier ein Jahr, wann das produziert wurde oder wann es verfällt? Auf dem Deckel mindestens haltbar bis Ende März 94. Ein paar Jahre her ist das gute Stück. Alles voller Zeitung. Ja, Leute, mit den Zeitungen hat man sich früher ja, so eine Art Tapeten gemacht. Tapeten waren nicht immer zu bekommen, deswegen hat man alles mit den Zeitungen vorgeballert und die dann gestrichen. Und hier hat jemand mit dem Luftgewehr geschossen wahrscheinlich. Hm. Gucken wir mal, was hier ist. Okay, die geht nicht auf. Macht die mal nicht kaputt. Aha, hier kommt man nicht rein. Also werde ich mal etwas fester drücken. Ja, doch, es geht auf. Schön großzügiges Zimmer. Auch alles voller Tapeten. Ansonsten nichts Interessantes. Hier ist auch nichts Interessantes. T-Shirt, Zeitung. Ja, habe ich auch gesehen. Naja. Eine wunderschöne Treppe. Ja, jetzt haben wir dieses Häuschen verlassen. Was meintest du gerade, Vitjok? Ja, bestimmt ein wichtiges Gebäude. Hier Parkplatz. Da Säule umgefallen ist. Hier mit Tor. Ja. Wahrscheinlich auch umzäunt damals, genau. Und schön eine breite Straße auch, ne? Wahrscheinlich irgendwie so ein Kommandotyp, der hier gelebt hat. Daneben hat man einen schönen Überblick über die ganze Soldatenwohnung. Ja, so mag das gewesen sein. Aber was für ein schönes Wetter, ne Leute? Richtig geil. Das ist, ja, Hammer. Schon fast wie im Sommer. Haben wir echt Glück gehabt diesmal. Nur Jurczyk ist traurig heute. Nee. Mir tut alles nur weh, ey. Ich hab schlecht geschlafen. Ja Leute, jetzt waren wir 2 halbe Tage hier unterwegs. Haben hier geschlafen. War wirklich sehr schön. Wir haben alles nicht gesehen. Macht auch gar keinen Sinn, sich überall in die Gebäude reinzubegeben. Aber echt ein riesengroßes Areal habt ihr auch auf dem Video von der Luft, aus der Luft gesehen. Ein schönes Ziel. Wir würden natürlich euch nicht empfehlen, hierher zu kommen. Hier steht ja überall Lebensgefahr. Aber wir haben ja alles sehr schön dokumentiert für euch. Alles, was wir nicht gezeigt haben, lohnt sich auch nicht zu sehen. Würde ich jetzt mal sagen. Jungs, wie sieht es eurerseits aus? Erzähl mal nach dem Verkauf. Mit dem Verkauf? Ja, das Gelände wurde verkauft. Ja, genau. Das haben wir im Internet, während wir hierher gefahren sind, haben wir das im Internet gelesen. Ich weiß jetzt noch nicht genau, ob das jetzt stimmt oder nicht stimmt, aber das ganze Gelände soll an einen anonymen Investor für knappe 200.000 Euro weggegangen sein. Ein Spottpreis für das Riesengelände. Aber wenn man bedenkt, was hier alles an Altlasten da ist, dass man das hier alles auch noch abreißen muss,
vielleicht doch gar nicht mal so wenig. Und auch noch munitionsverseucht? Naja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das munitionsverseucht ist, weil... Ist ja nicht umsonst ausgeschildert. Nein, aber die würden ja hier, wo die gewohnt haben, ja keine Munition ausgelegt haben. Das, im Umland könnte ich mir das gut vorstellen. Aber so wirklich hier, glaube ich nicht. Keine Ahnung. Aber wer weiß. Das ist ja die Zeit des Kalten Krieges gewesen. Da gab es ja keine Kampfhandlungen. Eigentlich dürfte das hier zumindest auf dem Gelände nicht so sein. Naja. Man weiß es nicht. Genau. Was sagt ihr beiden, Jurczyk, Senior? Senior, wieder Werbung. Hat sich schon lange nicht mehr gemacht. Einfach nur geil, dass wir wieder ein Stück Geschichte gesehen und miterlebt haben. Wenn man sich vorstellt, dass das Ganze hier schon über hunderte von Jahren, also nicht hunderte, sondern über 100 Jahre ist, weil wir haben eine Zeitung gefunden von 1919. Schon interessant. Aber es ist schwer sich vorzustellen, wie die Leute hier damals gelebt haben. Ich meine, wie das Ganze hier aussah. Schade, dass man keine originellen Fotos findet. Ja, das wäre cool. Wobei, Sanjok, 1919 ist wahrscheinlich nur die Zeitung, weil ich habe ja gelesen, dass das Ding hier erst 1934, glaube ich. Das war doch ja, der aber Flughafen. Woher kommt denn die Zeitung? Ja, die könnte man ja hier angeschleppt haben. Nein, das war der Flughafen 1934. Von dieser Anlage haben wir ja gar keine Info. Ja, vielleicht googeln wir mal ein bisschen. Vielleicht können wir euch noch ein bisschen mit Informationen im Nachhinein versorgen. Aber wie gesagt, schöne, ruhige Gegend. Hm. Wir packen uns gleich die Rucksäcke auf den Rücken und dann geht das Richtung Parkplatz und dann auch Richtung nach Hause.